Ist nicht zu fassen, oder? Nee, das war tatsächlich, ist mein Stream abgeschmiert eben. Tatsächlich hat eben mein OBS die Grätsch gemacht. Diesmal war ich schuld. Also wenn bei mir mal der, wenn ihr bei mir kein Bild habt, müsst ihr nicht unbedingt den Router neu starten. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es an meinem Kack-Lappy liegt.
Oh nein! Tut mir leid, Schweini. Oh nein, tut mir leid, Alexander. Ich wollte deinem Schaf nicht wehtun.
Da ist Schwein in seine Jungs. Wollten sie mir auflauern in dem Level? Ich sehe das. Ein Eisschwein. Nadinchen.
Ich glaube, in dem Spiel hänge ich noch ein paar Tage, ohne Scheiß. Ich hätte es nicht gedacht, aber es scheint so. Wissen, heute Morgen hat er, oder heute Mittag hat der Mirko noch gesagt, ob ich nicht mal wieder ein Langzeitprojekt habe. Das ist mein Langzeitprojekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt, du Schleimer. Oh nein, da hinten habe ich ein Eck übersehen. Oh, sehe ich jetzt erst. Das ist ja gar nicht der Eingang. Shit. Nein, jetzt muss ich ganz zurücklaufen. Ich wollte heute ja eigentlich das Schachspiel weitermachen. Das ist dann morgen. Das steht dann morgen auf dem Programm. Schachspiel durch und dann das weiter. Das ist das Programm für morgen. Im Moment entschlossen. So gerne ich das Persian Knights jetzt auch schon anfangen würde, aber dann habe ich drei offene Spiele. Das wird mir ganz zu unübersichtlich. Yeah.
Oh je, der Lachs ist auf die Tastatur geflogen. Nee, dann würde ich nicht mehr spielen. Dann wäre ich schon längst von der Platte geflogen, Mirko. Zwei von zehn habe ich jetzt. Sind. Deswegen habe ich ein bisschen Gamerscore mehr wie du. So einfach ist das. Wenn ich das Spiel, wenn mir das Spiel nicht gefallen wird, hätte ich schon längst aufgehört. Wenn ich jedes Spiel aufgeben, wo ich nicht direkt im ersten Versuch die 1000 Gamerscore hole oder den Gamerscore, dann wäre ich jetzt immer noch bei 10 oder 20.000. Da brauchst du schon, musst du schon hartnäckig sein. Und ich bin da noch nicht immer der krasseste. Da gibt es echt Leute, die sind viel schlimmer. Muss man den Klarion, der ist viel, viel schlimmer. Aber ich finde das Spiel ja gut, das ist ein Bonus, weißt du, also mir macht das Spiel ja Spaß. Und jetzt weiß ich ja endlich, wie ich drankomme ans Achievement. Hat aber lang genug gedauert. Es gibt genügend Spiele, wo es mir dann zu blöd ist. Das sind die Leichen, die da rumliegen bei mir auf der Platte. Wo ich dann irgendwann, ist es mir zu doof. Aber hier weiß ich, dass ich es packen kann. Es gibt andere Spiele, so Twin-Stick-Shooter, wo ich auch gar keinen, da kriege ich schon das kalte Grauen, wenn ich das Spiel auf der Platte sehe und sehe, dass mir ein oder zwei Achievements fehlen und ich erinnere mich, um was es geht in dem Spiel, da kriege ich das kalte Grauen. Hab ein paar so Dinge. Ist noch gar nicht so lange her. Was waren das für eins? Und die probiere ich schon auch nicht mehr, während ich streame, weil ich weiß, dass ich da sonst einen Nerven zusammenbrücke. Hier, das zum Beispiel von gestern Nacht. Das ist so unfair. Aber es ist machbar. Welches war denn das? Hier, Habroxia. Haben so viele Leute so easy durchgespielt, da kriege ich schon das kalte Entsetzen, wenn ich den Namen nur lese. Firework, da habe ich nicht ein Achievement. Das Spiel ist so bockschwer, finde ich.
hier Cowley's Treasure, das Spiel hast du in 20 Minuten durch. Habe ich gar keinen Bock mehr, weil du darfst nicht sterben. Na, da gibt's etliche. Etliche, wo ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Da. Das wäre das Nächste. Das brauche ich immer. Die Kompensation und dann, dass es so ein von meinen Malak-Dingen eliminiert. Das muss ich haben. I came, I saw, I was roundhouse kicked in the face by Ralle. So sieht's aus. So war das. Veni, vidi, vici, Ralle. Wer kennt es nicht?
Der Julius Lachs war da damals noch dabei. Ja, eben Sascha. Julius Laxus. Große Steine, eckige Steine. Das Leben des Lachs, genau. Apokalaxenau war auch eine seiner ersten Kriegsfilme. Klassiker, ne? Liebling, hast den Lachs geschrumpft, genau. Wenn das Lachsfett zweimal klingelt. Lachs am Stiel. Lachs am Stiel war auch ein Klassiker damals. Lachs. Lachsmädchen-Report.
Rotlachsmilieu gibt es ja auch. Faustlachs. Lachsworld, auch ein Klassiker. Sie nannten ihn Lachspferd. Lachs der Lecker, das kam damals, glaube ich, die Theresa Orlowski hat ihn rausgebracht, ne? Keine leckt wie Lachs. Der sichern Lachs tanzt. Ein Kumpel hat mal in überschwänglicher Freude und unter Alkoholeinfluss ist er hingegangen und hat der Rainer, damals hatte er einen weißen Golf und hat dann gedacht, das ist ganz geil, wenn er im vollen Kopf dann auf dem Dach von seinem Auto rumtanzt. Am nächsten Tag war das Auto natürlich komplett verbeult von oben. Aber das Witzige war, dass er halt dann den Spitznamen weg hatte. Zu der Zeit war der Film halt gerade aktuell. Der auf dem Golf tanzt. Das Auto war Schrott, aber den Spitznamen hat er weg gehabt. Lachswurf. Thank you.
Sagt mir nichts, Drachenlord. Ach du Scheiße. Das ist ja mega asozial. Das wiederum kann ich mir gar nicht vorstellen. Nichts gegen den Excel, aber Deutsch ist jetzt nicht wirklich seine Stärke, oder? Wir würden so jemanden ein Interview führen. Wenn du dem im Stream zuhörst, der hat... Ich glaube, ist ja nicht schlimm, aber ich glaube nicht, dass Deutsch eine Muttersprache ist. Oder er ist wirklich so komisch aufgewachsen und hat keinen Deutschunterricht gehabt weiter. Oder hat ihn vielleicht in der Grundschule abgebrochen. Also der Excel, entweder ist er kein Deutscher, der hat ein ganz schlimmes Deutsch hat er. Furchtbar. Nicht nur so genuschelt und undeutlich, auch so komisch spricht er. Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, das ist vielleicht kein Deutscher. Nee, musst du nicht. Der ist hier auf Trovo, aber da hast du nichts verpasst.
Ganz, ganz komischer Mensch. Also das Deutsch ist wirklich unter aller Sau. Ich frage mich manchmal, ehrlich gesagt, wie bei so manchen so viele Leute dazugucken und was das... Ich würde da ganz gerne mal sehen, wie der Altersschnitt ist oder vielleicht nicht jetzt die sozialen Verhältnisse, aber wo sie herkommen. Weißt du, manchmal ist das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Jetzt habe ich nicht fürs Geld. Das Ding ist, das ist wie bei Deutschland sucht den Superstar. Wenn da kein Dieter Bohlen in der Jury sitzen würde und den sagt, ey, du bist scheiße, du kannst einfach nicht singen, such dir ein anderes, du bist hier absolut fehl am Platz. Und das gibt's bei den Streamern nicht. Wenn du einem Streamer sagst, ey,
du bist scheiße, dann bannen sie dich, weil sie auf eine ehrliche Meinung, wenn sie denn ehrlich ist, noch nicht mal das nicht hören wollen, weißt du? Die Zuschauer ermutigen sie doch und sagen doch, es ist gut, was sie machen. Wieso mache ich denn keinen Schaden mehr? Was ist denn da los? Es gibt's ja nicht, dass ich dreimal da drauf rotzen muss, hallo? Sehe ich jetzt schon, dass ich den Boss noch nicht packe. Ah, shit, ey. Sorry, Band. Ah, nein, nicht sterben. Oh Gott, das schaffe ich nie so. Kann doch nicht sein, dass ich viermal drauf schießen muss. Hallo, was ist denn da los? Das gibt's doch gar nicht. Alter, zweimal und er klatscht mich weg. Ah. Nein.
so ein Scheiß. Wahnsinnig. Ja, wenn gar keiner spricht, das finde ich auch schlimm. Ne, mal ganz ehrlich, ich kenne ja, wenn ich so höre, immer, dass Leute sagen, nee, Streams ohne Kamera sind scheiße und bla bla bla. Bei wie vielen Leuten wünsche ich mir, dass sie die Kamera vielleicht lieber ausblenden, damit man sie gar nicht erst sieht. Ich brauche das nicht. Manche haben die Kamera so groß, dass ein Viertel vom Schirm verdeckt ist. Und da kriegst du vom Spiel gar nichts mit. Guckt euch mal. Ich muss gucken, wie er heißt. Moment. Der streamt immer League of Legends. Irgendwas mit Living. Living. Living TV, Living Play oder so. Hat immer so 300 Zuschauer hier, 200-300 auf Trovo. Den müsst ihr euch mal angucken. Der spielt mit anderen zusammen und scheißt sein Team dermaßen zusammen in mehr oder minder schlecht und gebrochenem Englisch, wenn und auch in Deutsch. Befehligt die da rum, vielleicht gehört das auch zu dem Spiel, ich weiß nicht, aber ich werde danach, wenn ich das eine Minute angucke, ja, es ist vielleicht interessant von der Reaktion her zu sehen oder so, aber wenn ein Streamer dann auch gar nicht interagiert und du siehst, dass er auch nicht rüber guckt auf den Chat und so weiter. Aber das ist, jeder sieht das anders. Es ist gar nicht so wichtig, möge, ob das gut gemacht ist oder nicht. Es geht nur um den Fakt der Kamera. Ein absoluter Obercholeriker. Der schreit da rum, da wirst du aggressiv, Schwester. Du musst dir den Abend zum Angucken. Der gibt da Befehle, als ob es so ein kleiner Stabsfeldwebel ist. Aber der schreit darum irre. Ich weiß gar nicht, wie so viele Leute mit dem spielen können. Also ich könnte mit so jemandem nicht spielen, ganz ehrlich. Würde ich durchdrehen. Ja, vielleicht stehen sie drauf, das kann sein. Yeehaw!
jeder hat auch eine andere Hemmschwelle oder ein anderes, wie sagt man, dickeres Fell vielleicht, weißt du, was ich meine? Ich kann das auch nicht so, wie der Kai das macht, dass er da mit 8 Leuten in der Party ist. Leute, die was ganz anderes spielen oder nur, ey, lad mich mal ein, ich will mit in die Party und dann irgendwas mit reinsabbeln, während du am Spielen bist. Das kann ich nicht. Da staunen sich in mir in Windeseile Aggression auf. Das kann das gar nicht. Wenn du dich dann spielmäßig absprechen willst und irgendjemand faselt dann irgendeinen anderen Driss, der gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, da kriege ich irgendwann die Krise, ehrlich. Ja, ist so, genau, das kommt erschwerend zu. Wo ich zum Beispiel gerne mit Kamera sehe, ist bei der Moto. Die Moto gucke ich gern mit Kamera, weil sie ist ein sehr sympathischer Mensch und sie interagiert natürlich auch mit ihren Zuschauern. Das siehst du, wie sie rüberguckt oder wie sie den Chat liest, wie sie dann in die Kamera guckt und mit den Leuten redet. Vergleich das mal mit anderen Leuten, die vielleicht mal alle 5 Minuten rüber gucken auf ihren Schirm und dann was zum Chat noch sagen. Die Moto, um bei dem Beispiel zu bleiben, die interagiert mit ihren Zuschauern, die guckt in die Kamera, weil sie dann weiß, dass es so aussieht, als ob sie das Gegenüber anschaut. Das machen die allerwenigsten, verstehen das Prinzip. Wer das auch gemacht hat, ist zum Beispiel der Crab King. Man kann von ihm denken, was er will. Aber der hat es auch gemacht, diese Interaktion. Definitiv, die Moto kann das. Die hatte auch Spaß dran, weißt du? Und da sind wir wieder beim Thema Interagieren. Ich finde, das ist für einen Stream extrem wichtig, mit den Leuten zu interagieren. Ich weiß, dass ich keine Kamera habe, aber ich nehme immer die Zeit. Für mich ist das wichtig, dass ich auch mit dem Chat mitkomme, dass ich reagiere zeitnah und so. Die hat auf, das ist eine Ami, die hat auf Mixer war die partnert. Voll der sympathische Mensch ist das. Ist es natürlich, weißt du, das passiert im Flow, in der Situation. Da gibt es andere. Guck mal, was zum Beispiel wie die Raubkatze streamt oder gestreamt hat, das fand ich mega fake. Da mit der Sonnenbrille sitzen, dann kann man auch die Kamera weglassen. Und für mich ist mit dem Stream, mit dem Chat interagieren, ist für mich nicht nur ein Knöpfchen zu drücken auf dem Pult. Um die Leute zu animieren, dass sie irgendwie donaten oder die Spark spenden oder so. Das ist für mich keine Interaktion. Oder hier unser spezieller Kamerad Geist.
das sieht so, ist so gefaked irgendwie, so unecht. Das kommt, hat überhaupt nichts mit real zu tun. Dann, das, deswegen sage ich dann, dann sollte ich lieber, dann lasse ich lieber die Kamera weg. Dieses gekünstelte, so mit der Faust aufs Herz klopfen, Ehre, Ehre und bla bla bla, das ist doch, weiß ich, wenn sich jemand unecht verhält, ich meine, das merkt man doch auch, oder? Moto musst du dir mal anschauen. Die macht echt, die ist total freundlich, die interagiert mit dem Channel. Also die Art von Stream, so gefällt mir das, so mag ich das. Ja, definitiv. Ich finde noch nicht mal, dass das in irgendeiner Weise in einem Zusammenhang steht, Mergo. Die Followerzahl und ob eine Kamera dann da ist oder nicht, das hat, finde ich, nichts miteinander zu tun. Aber das ist meine Meinung. Leute wollen halt unterhalten werden. Und da gehört das schon zum, nicht zum Muss. Muss würde ich nicht sagen. Aber es ist schon ein wesentlicher Bestandteil der, wie sagt man, Streamkultur ist eine Kamera, definitiv. Das streite ich auch gar nicht ab. Aber es ist kein Muss. Das ist auch wieder so eine Generationssache, Mergo. Das hat auch mit dem Alter zu tun. Wenn du Jüngere fragst, die sagen dir durch die Bank durch, sie wollen Kamera haben. Und ich kenne auch viele, die gucken grundsätzlich keine Streams, wo keine Kamera dabei ist.
wenn es die Möglichkeit gäbe, ich kenne aber auch viele Partner-Streamer, die ohne Kamera streamen. Ich würde das wirklich nicht darauf festlegen. Aber wie du schon sagst, das ist für dich Standard. Du hast halt, du setzt die Latte da anders an. Hätte man in einem Stream die Möglichkeit, die Kamera ein- und ausschalten oder denselben Stream mit Kamera und ohne Kamera gucken, wäre es für mich gar keine Frage, würde ich immer ohne Kamera wählen. Immer. Mich interessiert nicht, ob der Streamer in die Kamera guckt oder was er gerade macht, ob er popelt, ob er sich durch die Haare fährt, wie sein Gesicht aussieht, das interessiert mich null. Ich gucke einen Stream wegen dem Inhalt und die Kamera, das zählt für mich nicht zum Inhalt. Wie gesagt, hätte ich die Option, das Kamerabild ein- und ausschalten, würde ich es immer ausschalten. Es gibt ganz, ganz wenige, wo ich das Bild anlassen würde. Zum Beispiel, wenn es ein Mädel ist mit dicken Titten, die diese Titten in die Kamera hält, dann ist es klar, dann ist die Kamera ein Muss. Das gehört heutzutage leider dazu. Beispiel diesen Stay, den kennst du ja auch noch, Henriksson, ne? Den Stay zum Beispiel gucke ich nicht mehr, weil mir das immer auf den Sack gegangen ist, wie er dieses gekünstelte Grimassen schneiden, wenn er Kappa sagt und so, dann die Kamera ranzoomen und so weiter, das geht mir fürchterlich auf den Sack, das will ich gar nicht sehen. Halt eine Art von Entertainment, ne? Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür mittlerweile, ich weiß es nicht. Also ich brauch's wirklich nicht. Ach nein! Runter. Der hat doch da mit irgendwelchen Leuten Beef gehabt. Seitdem gucke ich ihn noch nicht mehr. Das war mir, als das Gestresse da mit anderen Streamern. Ja, das kommt erschwerend dazu. Man kann ja nicht alle gucken, das ist es ja. Guck mal, es geht mir abends, wenn ich fertig bin mit Stream, geht mir das auch so. Ich kann mich nun mal nicht zerreißen. Oh.
kann dir gar nicht sagen, wenn ein Streamer einen Partnervertrag mit irgendeinem Sponsor eingeht, ob das darin verankert ist, dass es Pflicht ist, mit Kamera zu streamen. Das wüsste ich jetzt gar nicht aus dem FF. Ich glaube, bin ich. Zahnarzt TV. Nee, keine Ahnung. Nee. Gibt's ja gar nicht. Ich dachte Facebook über alles. Gibt's ja gar nicht. Sachen gibt's, hä? Das ist 21. Thank you.
Vielleicht nur mal ein Teststream oder so. Man weiß es nicht. Epic, was nehmen wir mit? Wieso habe ich denn so wenig Shields? Gibt's doch gar nicht. Yeah. Delicious. Delicious.
Jawohl, eins removed. Sauber. Ich bin Ralle Suchti. Was denn jetzt? Ralle Suchti. Den Bunny habe ich früher auch gern geguckt. Ich fand es sehr schade, dass er sich so abgekapselt hat. Zumal er ja auch viel mit der Community oder mit Schnitzel profitiert hat oder, sagen wir mal, gute Verbindung dadurch gekriegt hat, ne? Oder, sagen wir mal, so gewachsen ist. Aber dass die Zahlen sollen nicht der... Ich fand es menschlich halt blöd, dass er einfach einen Abmarsch gemacht hat. Das fand ich schade. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt, was ich mir noch geholt habe. Mal gucken, ob es ein Video dazu gibt. Schade. Ein Piraten-Action-Roleplay-Game. Durchkreuze drei weitläufige Welten mit Dutzenden Kolonien und Festungen. Hunderte von Quests. Du kannst auf dich allein gestellt handeln, Kämpfer oder deine Freunde herbeirufen. Was? Freunde herbeirufen? Moment. Oh, ich glaube, das ist Multiplayer. Ich glaube, das ist Multiplayer. Kann das sein? Nee, dann würde hier stehen 1 bis 4. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Kann ich aber noch nicht zeigen. Release the Kragen! Gibt's doch gar nicht, echt? Was steht denn da? Wann kommt's denn raus? Wo stand es denn? Hä? Wo stand es denn? Details? Hä? Wo stand da jetzt ein Datum? Ich sehe da kein Datum. Mann! Achso, für den 3.3.
3 von 10, geil. Ich schwör's euch, bis zum Ende der Woche hab ich's. Ich finde, es sollte viel mehr Spiele geben, wo man Robben kloppen kann. Oh.
Jetzt wissen wir aber zumindest mal, wie es geht, ne? Wenn ich 2 am Tag schaffe, wären es noch 4 Tage und ich hab's durch. Aber eigentlich wird mein Charakter immer stärker, insofern müsste das eigentlich schon machbar sein. Robben kloppen, geil, weg ist er. Oh, es ist schon 8 Uhr durch, echt? Mann, GNTM fängt ja gleich an. Große Backen, oh! Ich kann die Amy von dem Mike Glöckis nicht abhaben. Sonst würde ich es wahrscheinlich auch gucken, Bubsi. Ich mag die Amy nicht. So, ich muss noch Zebra holen und so weiter.
sagt man neulich, das ist doch nie im Lebensstil die Gesellschaft so aus Deutsch. Lars! Der Lars! Der Lars stimmt! Doch, im Webstream. Yvette hat heute Geburtstag. Ja, dann reden wir mal die liebe Yvette, ne? Hat sie gar nicht gesagt, dass sie Geburtstag hat heute, liebe Yvette. Dann reden wir mal drüben die Yvette. Geilo. Das freut sich. Schaut mal alle mit rein bei den lieben Yvette, bei der Yvette Hungary. Ne, da wird die sich freuen, die hat heute Geburtstag. Sehe ich gerade. Ich sage danke fürs Zugucken. Bis morgen, alter Frische. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr lieben Liebenden. Bleibt stark. Bis dann. Tschüss.